Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Hier findest du Videos auf Deutsch und auf Englisch. Ich wünsche dir viel Spaß hier. Und wenn es dir gefällt, und abonnieren. Ja, so bekommst du immer Infos von mir. Ist doch toll, oder? Denk dran, 5 Minuten ist immer besser als nichts. Setz dich auf einen bequemen Stuhl mit geradem Rücken hin und atme tief ein und aus. Schulter nach hinten rollen und dann schau nach rechts, links. Langer Nacken. Scheitel strebt nach oben und dann zur Seite. Hebe jetzt die Arme nach oben, dann drück nach unten und drück nach oben. Stell dir einen Widerstand vor. Etwas Schweres, was du nach unten drückst und nach oben drückst. Und atme dabei tief ein und aus. Etwas langsamer. Hände auf den Schultern, lass die Ellenbogen zusammenkommen und mach große Kreise mit den Schultern. Spüre die Schulterblätter hinten. Hier nur die Fingerspitzen am Nacken halten, ganz leicht. Dann rotiere nach links und rechts. Einen Arm strecken. Gestreckt halten, zurück zur Ausgangsposition. Denk dran, deine Brust etwas zu heben und die Schulter auch hier weg vom Ohr. Jetzt wieder die Hände hinter dem Kopf zusammenflechten. Erstmal gerade rücken und dann erst nach vorne lehnen. Mit langer Nacken, runden, ohne zu ziehen, nur das Gewicht von den Händen. Dein Scheitel strebt nach oben und erst dann nach hinten. Vergiss den Kontakt zwischen Kinn und Brust nicht, als ob da ein Klebeband ist. Leicht nach hinten beugen und dann wieder nach vorne, ohne ziehen. Entspannen, atmen. Die Hände hinten zusammenflechten und dann öffne deine Brust nach vorne und dann schau nach unten wieder. Lehn dich mit geradem Rücken nach vorne. Und die Hände langsam etwas weg vom Körper, wenn du kannst. Atmen und langsam wieder hochkommen. Jetzt die Hände zusammenflechten, die Schulter hinten auseinanderziehen. Runder Rücken, Kopf nach vorne. Spüre den Raum zwischen die Schulterblätter. Arm diagonal vor dir, halte hinter deinen Ellenbogen und denk dran, deine Schulter nach unten zu halten. Schau in die andere Richtung. Und dann nochmal auf die andere Seite. Und jetzt ganz langsam wieder Kopf Seite zu Seite. Denk dran, auch nach oben zu streben mit dem Kopf. Dann leg langsam deine Hand auf den Kopf, lass dein langer Finger auf dem Ohr liegen, aber ohne ziehen. Dein anderer Arm geht diagonal nach hinten und wechsle die Seite.
Dank fürs Mitmachen. Ich habe mehrere kleine Choreografien auf dem Stuhl. Falls du Probleme hast mit Knie oder Beine oder irgendwas, habe ich mehrere Videos jetzt mit Übungen auf dem Stuhl. Also herumstöbern, weiterschauen. Und wenn es dir gefällt, freue ich mich auf einen Daumen hoch. Schönen Tag noch.